Sie fliegt und fliegt und fliegt über den Asphalt. Auch nach 60 Jahren wimmelt es auf deutschen Straßen noch von Schwalben. Was unter anderem daran liegt, dass ihre Konstrukteure einst die Vorgabe hatten, einen sehr ausdauernden Knattervogel für die ganze Familie zu erschaffen. Dass also die Kinder und so weiter mitfahren konnten. Es wurde auch ein Kindersitz mitentwickelt. Und es war eine weitere Vorgabe oder der Wunsch auch unsererseits, dass das Fahrzeug kein Verkehrshindernis sein sollte, sondern es sollte 60 Kilometer Geschwindigkeit erreichen. Und dafür war auch notwendig, einen neuen Motor zu schaffen, der höhere Leistung hatte, Dreiganggetriebe hatte. Dass die Schwalben so schnell waren und mindestens 10 Jahre halten sollten, hatte auch mit ihrer geografischen Herkunft zu tun. Die Fahrzeuge hatten im Versuch unheimlich viele Kilometer runter und natürlich auch entsprechend Gelände. Erstens ist es in Thüringen sowieso bergig, also sie waren deswegen an Bergen nicht gerade schwach auf der Brust. Und zweitens fuhren die Versuchsfahrer natürlich nicht nur langweilige Straßen, sondern eben auch mal in den Wald oder irgendwo ins Gelände. Und deswegen waren die Fahrzeuge so robust. Ihre Eigenschaften bescherten der Schwalbe lange nach dem Ende ihrer Produktion und der Schließung des Betriebes ab den 90ern ein Revival. Und aus der Zweck wurde eine Liebesbeziehung. Das Originaldesign verschwamm, je nach Geschmack des Besitzers. Später kam zum Zweitaktmotor ein Herz aus Strom. Die neue E-Schwalbe wird jedoch nicht, wie ursprünglich geplant, in Suhl gebaut, sondern in Breslau, in Polen.